Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Und ja, ich habe das ganz besinnlich mit meiner Familie verbracht. Nichts Besonderes. Einen Tag waren wir sogar nur zu Hause, haben einfach nur gechillt. Und ja, auf jeden Fall, ich freue mich jetzt auf Neujahr, aufs Neujahr sowieso, aber auch an den Tag Neujahr. Und da werde ich noch einen schönen Tag mit meiner Frau erleben. Und ansonsten fangen wir einfach mal an mit dem Video. Los geht's. So, Freunde, das neue Jahr steht vor der Tür und dementsprechend haben wir auch für unsere eigene Marke, und zwar Fourage, neue Klamotten vorbereitet. Und die würde ich euch gerne in meinem Video hier mal kurz vorstellen. Wir haben nicht viel, was wir droppen, aber die Sachen, die dabei sind, sind echt nice. Ich fange einfach mal an. Wir haben zwei Jeans, und zwar Ripped Jeans, und zwar sind die am Knie gerippt, also man hat so ein relativ offenes Knie. Relativ nice für den Frühling. Das sind auch die ersten Pieces, die eigentlich für den Frühling, Sommer nächsten Jahres gedacht sind. Die ersten Sachen, die ersten Kollektionen von anderen Marken werden auch Mitte Januar, Anfang Februar online sein. Dementsprechend haben wir gedacht, wir fangen hiermit an. Und ja, das ist im Prinzip fast der gleiche Colorway, den wir vorher auch bei unseren Jeans hatten, die im Prinzip eigentlich ausverkauft ist. Das gleiche, das ist einfach nur schwarze Ripped Jeans. Die sind sehr, sehr cool geschnitten, haben einen sehr coolen Bootcut, also im Prinzip wenn die Hose auf den Schuh fällt, sieht es sehr, sehr nice aus. Ist wirklich zu weit, nicht zu eng. Dementsprechend echt eine coole Jeans. Da sind wir auch echt gut stolz drauf. Und ja, die gibt es in den Größen 30, 32, 34 und kostet auch 36? Ja. Und 36. Und dementsprechend, ja, denke ich mal, werdet ihr auf jeden Fall fündig. Die sitzt relativ eng, falls ihr das ein bisschen lockerer sitzen haben wollt, nehmt einfach eine Größe größer. Ich trage in der Hose Größe 32, dementsprechend ja auf jeden Fall eine coole Jeans und da seid ihr eigentlich mit so einem Piece ausgestattet, was ihr immer wieder tragen könnt. Das reicht jetzt für den Frühling und ja, mein Favorite ist ganz klar die blaue, aber die schwarze ist auch sehr nice, aber ich bin sowieso so ein Fan von blauen Jeans, dementsprechend auf jeden Fall ein cooles Piece. Kombinieren kann man das natürlich immer noch gut mit unseren Basic-T-Shirts. Die droppen jetzt nicht neu, aber die will ich einfach nur mal reinnehmen, weil im Prinzip, die machen das Ganze meiner Meinung nach relativ komplett. Wenn man so ein Jeans hat mit einem coolen weißen T-Shirt, dazu ein Flannel, ein paar coole Boots, ein paar coole Sneaker etc., hat man einfach die Qual der Wahl und immer ein cooles Outfit für den Alltag. Die haben wir in Schwarz und Weiß, sind auch relativ gut geschnitten. Es kommen demnächst auch noch andere T-Shirts, die werden wir euch aber noch frühzeitig ankündigen mit Prints und Prints. Verschiedene Schnitte kommen und dementsprechend sind wir da am Ausarbeiten, dass die Sachen dann auch pünktlich zum Frühling da sind. So, dann machen wir weiter und zwar haben wir die Flannels in zwei Varianten. Ich muss schon mal vorweg sagen, bei dem Flannel hier müsst ihr relativ schnell sein, das haben wir nur mit einer begrenzten Stückzahl dabei, weil die Farbe, ich sag mal, relativ schon speziell ist, aber ja, ich finde es sehr, sehr nice, mir gefällt das sehr gut. Ich trage da eine Größe L, weil ich es ein bisschen Oversize haben möchte und ja, es ist sehr, sehr dick. Also es ist kein dünnes Flannel, was so im Wind quasi immer so weht. Es ist wirklich ein schönes, dickes Flannel und dementsprechend habt ihr da auch, denke ich mal, ein cooles Piece. Wie gesagt, wenn man das jetzt einfach mal so zusammenhalten würde, zeige ich das mal ganz kurz, mit das Flannel mit dem weißen T-Shirt und dementsprechend hier mit den Jeans, das sieht halt schon eins einfach schon. Was ein Outfit meiner Meinung nach sehr, sehr gut zusammenpasst. Dementsprechend haben wir das ganze Auto aber auch noch in Schwarz, dass es nicht ganz so sehr limitiert. Das haben wir in der Farbe, haben wir ein paar mehr Stückzahlen von. Aber es ist ja, auch einfach ein Evergreen. Dieser schwarz-weiß-grau Farbton. Und ja, ich mag das Muster sehr. Und auch hier wieder der gleiche Stoff in sehr dick. Dementsprechend ja, cool geschnitten. Habt auf jeden Fall was von. Und ja. Dann haben wir noch als guter Letztes, und zwar, ihr seht das jetzt gerade schon auch, ich trage die jetzt gerade, und zwar Beanies gemacht, in vier verschiedenen Farben, in Schwarz, in Grau, in so einem Rot Bordeaux, aber es ist eher so ein dunkles Rot und in Oliv. Ja, alle vier Mützen sind kurz, also crop geschnitten, ihr seht das jetzt gerade, die gehen nicht über die Ohren, das ist mehr ein modisches Accessoire als generell jetzt ein Piece, was euren Kopf großartig wärmen soll. Natürlich ist es immer noch eine Mütze, die eben den oberen Bereich schön warm hält, aber sie geht jetzt nicht über die Ohren. Es sei denn, ihr würdet die umlappen, aber dementsprechend, das macht den ganzen Stil dann wieder kaputt. Sind halt diese Fisherman-Beanies, dementsprechend meiner Meinung nach gerade total im Trend und auf jeden Fall ein cooles Piece, was ihr euch auf, ja, abchecken solltet. Der Drop wird so Mitte Januar sein, das ist zumindest geplant. Wir haben im Prinzip schon mit unserem Model geshootet und jetzt muss das Ganze noch in den Online-Shop gepackt werden und dann, ich denke mal Mitte Januar, geht das Ganze dann online. Ja, ansonsten, ja, wir haben eigentlich
ansonsten relativ, wir haben eigentlich viel für Forage nächstes Jahr geplant. Ich denke, da kommen ein paar coole Pieces. Und ja, es ist immer so, unser Hintergedanke dabei ist einfach coole Mode für den Alltag und für jedermann, die jetzt nicht zu in bestimmte Richtung gehen, also relativ coole Basics, dementsprechend mit einer guten Fit und einer guten Qualität. Sowas findet ihr halt bei Forage. Ja. Ich wünsche euch einen guten Übergang und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr. Und ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht zu abonnieren und ein Like dazu lassen. Peace out.